Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch eine Möglichkeit, wie ihr Stickdrift auf eurem Controller umgehen könnt. Stickdrift bedeutet halt einfach, dass ihr weiterhin in-game immer so im Kreis schaut, obwohl ihr eigentlich gar nicht mehr mit eurem Joystick irgendwas anfangt. Aber ich glaube, wenn ihr auf dieses Video gedrückt habt, dann werdet ihr wahrscheinlich wissen, was es bedeutet. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr Like und Abo dalassen würdet. Ansonsten fangen wir auch schon direkt mit dem Video an. Und zwar gibt es auch ein paar Möglichkeiten, wie ihr es einigermaßen handlich vielleicht wieder zurückbekommt, euren Stickdrift. Und zwar könnt ihr versuchen, dass ihr mit euren Joystick so weit wie möglich in eine Richtung es bewegt und dann einfach in die andere Seite versucht reinzupusten, damit ihr halt den Staub rauskriegt, der unten drunter ist. Oder einfach nur in eine Richtung so weit wie möglich drücken und dann von unten einfach reindrücken, um zu schauen, dass nichts, was immer stecken bleibt, wieder dort hängen bleibt. Das müsst ihr dann natürlich versuchen, in so vielen Richtungen wie möglich zu machen. Ihr könnt natürlich auch pusten, wenn ihr möchtet. Das ist komplett egal eigentlich. Aber halt einfach zu schauen, damit wirklich der Joystick hier keinen Drift hat, nirgendwo hängen bleibt, bevor wir hier dann in Fortnite schauen. Das nächste, was ihr noch machen könntet, ist, dass ihr schaut, den Joystick gleichmäßig zu benutzen. Weil klar, wenn ihr in Fortnite reingeht und die ganze Zeit nur 90s crankt, dann habt ihr den Joystick die ganze Zeit nur rechts. Und dann ist es irgendwann auch klar, dass ihr Stickdrift in die rechte Richtung habt. Also bevor ihr dann zum Beispiel Fortnite spielt oder cranken möchtet, schaut auf jeden Fall, dass ihr immer gleichmäßige Bewegungen macht. Oder wenn ihr in Fortnite öfters nach rechts schaut, dass ihr einfach vorm Spielen einfach ein bisschen nach links drückt. Dass ihr einfach immer einen Ausgleich habt, damit der Joystick auch immer schön in der Mitte bleibt. Einfach hier vielleicht ein bisschen Kreis drehen, runterdrücken und natürlich auch, was ich vorhin gezeigt habe, überall schauen, dass hier kein Druck drin ist, damit auch der Joystick schön in der Mitte ist. Und hier sind wir dann auch schon in Kreativmodus drin. Und zwar, wenn ihr hier in die Einstellungen geht, dann hier auf eure Controller-Einstellungen geht, könnt ihr ja hier oben so rumgehen zwischen Kampfsteuerung und Bausteuerung. Und ganz rechts ist hier eine Dead Zone oder auf Deutsch auch genannt Todzone. Und hier könnt ihr dann für beide eure Joysticks eine Art Todzone erstellen. Was es bedeutet ist, dass euer Controller erst ab einer bestimmten Stelle, die ihr dann hier einstellen könnt, erst vom Spiel erkannt wird. Ich blende euch jetzt im Vergleich ein, wie es ist, wenn die Todzone komplett hochgedreht ist und wenn sie komplett runtergedreht ist. Ihr merkt, man muss wirklich sehr, sehr weit mit dem Joystick zur Seite fahren, bis es überhaupt vom Spiel erkannt wird. Und wenn man natürlich die Todzone komplett runterdreht, dann wird es schon fast direkt erkannt, aber ihr habt halt auch dementsprechend definitiv mehr Stickdrift. Ich hoffe mal, ihr habt Stickdrift, weil ihr hier bei den Einstellungen es viel zu niedrig gedreht habt, die Todzone. Darum würde ich euch jetzt empfehlen, auf Standard zu machen. Falls wenn ihr die Todzone auf Standard habt und ihr immer noch Stickdrift habt, dann wird es schon echt ziemlich kritisch. Also dann ist euer Joystick schon ziemlich abgespielt bzw. abgenutzt. Es gibt natürlich auch Tutorials im Internet, wo ihr euren Controller aufschrauben könnt und da drin dann die Sachen beheben könnt. Aber ganz ehrlich, ich würde jetzt da nicht irgendwie bei meinem Controller 2 Stunden lang rumschrauben, nur um ein bisschen Stickdrift zu vermeiden. Darum würde ich halt einfach in-game bei dem Spiel, wo ich das Problem habe, einfach die Todzone hochdrehen. Klar, so hoch, wie ich jetzt gerade die Todzone gedreht habe, ist es schon ziemlich schwer, damit Fortnite zu spielen, aber es ist immerhin noch besser, als einen Controller aufzuschrauben, meiner Meinung nach. Aber falls, wenn ihr es mal ausprobieren möchtet, euren eigenen Controller selber zu fixen, indem ihr es aufschraubt, kann ich euch gerne unten in die Videobeschreibung einen Link zu einem Tutorial geben, damit ihr es mal ausprobieren könnt. Aber wenn ihr auf jeden Fall jetzt hier nicht repariert und eure Totenzone hier für euch gefunden habt, sollte es normalerweise dann wieder besser sein. Ich teste hier mal. Ja, es ist auf jeden Fall kein Stickdrift jetzt mehr bei mir. Aber das war es dann auch schon mit dem kurzen Video. Ich hoffe, es hat euch geholfen und auch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo dalassen würdet. Ich bin ja auch schon fertig. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.